ist übrigens die Frau von Asmodan. Ja. Wer es noch nicht weiß. Merkt man auch, weil sie genauso langsam spricht. Sondern angepasst. Ist auch, glaube ich, der einzige Herrscher der Hölle, der eine Frau hat. Oder Freundin oder irgendwie sonst was. Na, die anderen sind alle so, ja, nö, ich bin der King, es gibt niemanden neben mir. Belial hatte ja noch so Magda so ein bisschen, so, ja. Ja, so als Untergebene aber mehr. Ja. Nein, das wird jetzt schaden. Und die haben diesen Schild von dem Magier, der doof ist. Dem auch nicht viel genützt. Jetzt noch ein Start. Den will ich angucken. Ah, der ist Zweihand. Den will ich nicht. Das siehst du doch schon vorher, ob es Zweihand ist oder nicht. Ja, aber die ist auch schlechter. Ja, die will ich jetzt mal. Zack. Naja. Aber waren die meisten eh schon tot. Hat man jetzt nicht so eindrucksvoll gesehen. Egal. Egal. Da kommen noch genug Möglichkeiten. Da kommt doch gleich die nächste Gruppe von denen. Räume. Der in seinem letzten Moment dem Mini-Viech hier noch so ein Schild gegeben. Damit es uns möglichst lange noch nervt. Könnte uns ja noch töten. Ja, als ob so ein kleines Viech. Was macht das Schild überhaupt? Macht das, dass es gar keinen Schaden mehr kriegt? Oder nur so ein bisschen? Nur ganz wenig Schaden dann immer. Vergeltung! Ja. Gott, so viel auf einem Fleck. So, und ich gewöhne mir jetzt langsam mal an, den Schuss hier öfter zu benutzen. Weil der ist echt stark, stelle ich fest. Ja, vor allem bei ganz vielen kleinen Gegnern. Ist ja super. Nur bei solchen. Ja, ne. Ja, geht gut ab, ja. Vor allem, wenn er wie der Kugelblitz nicht so richtig langsam fliegt, sondern einfach so instant Schaden. Ja. Auf alles, was in dem Kegel steht. Bin ich auch so lässig mit diesem Standardangriff von mir. Die Gegner haben noch wenig Leben. Man schießt sie einfach einmal an und geht weiter. Ein paar Sekunden später explodieren sie da. Voll cool. Cool guys don't look at explosions, ne? Wollte ich gerade sagen, genau. Oi, oi, oi. Oh. Dann war ich tot. Die heißen hier nicht mehr Bollwerk-Dämonen, das sind Höllenfellbeber. Ja. Die lassen das Fell der Hölle erbeben. Oder so. Hier ist eine Sackgasse. Eine Sarkkasse. Nein, für viel Gold laufe ich da nicht hin. So, ich würde dann sagen, hier oben rechts geht's weiter. Pass auf. Ja. Nicht vor dem Viech, sondern vor diesem Turm da. Wieso, was macht der? Wenn man da in die Nähe kommt, das sind Fallen.
Ja. Wenn man dann in die Nähe kommt, dann saugen die diese Kugel, die da oben drauf ist, saugen die so ein. Und kurze Zeit später machst du das halt richtig Schaden. Aha. Da bin ich schon oft drauf reingefallen. Wo ich immer gedacht habe, ja komm, die machen sowieso nichts, und dann bin ich gestorben. Das ist dann eine Schlange in den drin, Asmodan. Das sah hässlich aus. Nee, tut mir leid, ich kann den nicht mehr wirklich ernst nehmen. Er meint immer, ja, das ist. Ihr sterbt sowieso. Und dann tötet man irgendwas, dann sagt er, braucht ich nicht. Dann sagt er gleich bei dieser Spinnenfrau, sagt er es auch wieder, ne? Ja, sagt er, ja, sie war nur. Sie war schwach. Irgendwie sowas, sagt er dann. So, ich bin übrigens fast voll. Wir können mal kurz den Wegpunkt nutzen. Wann wurde eigentlich aufgeklärt, dass wir Nephalem sind? Bei Sotum Kul. Ja, habe ich das verpasst? Glaube schon. Ich habe da nicht so aufgepasst. So, gucken wir mal rasch hier die Gegenstände durch. Da will ich mich jetzt nicht aufhalten. Wir haben jetzt, Wir haben jetzt beim Schmieden schon lange genug gebraucht. Das stimmt. Oh, vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, guck's halt einfach mal an. Ja, die sind besser auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Wir haben auch schon die richtige Farbe, das war super. Nee, wir haben ja gar keine Farbe. Die sind ja farblos. Ja. So, ich bin durch. Können wieder zurück. Okay. Was ist denn Heiltrank dahin? Ja, der nimmt nur Platz weg. Ja, ich hab meine noch. Ich weiß nicht, ich verkauf die dann. So. Ja, sie kriegen richtig wenig Schaden nur. Naja. Ja, es ist, weil wir jetzt so viel Schaden machen. Das stimmt. Da oben ist Schatzgoblin. Schon wieder. Kann er sich trotzdem bewegen? Ich kann ihn noch nicht einfrieren. Ja, ich kann ihn mit der Falle aber festhalten. Wow. Das ist gerade ein komisches Geräusch, was ich gemacht habe. Du hier ja, oder du spielst? Ich hier. Achso. Ich hab ja gehört. So ein hohes Geräusch, das hat irgendwie in meinem Ohr gepiept. Was ist das? Das fand ich gar nicht komisch. Ja, wir müssen noch ein weiter. Blinde Zerstörung. Muss alles kaputt machen. Ich bin von Hass getrieben. Chill mal. Ah, sterbt. Lass mir auch was übrig. Und erwischt. Schläger des Blutklans. Ein voller Clan seid ihr, nur Noobs. Türsteher-Schläger, so. Die sind mir schon so ein toller Clan. Nur Noobs drin. Ja. Guck, was könnt ihr schon? Nichts. Nix. Stellen wir.
Oh ja, ich. Oh Gott, ich freue mich doch so drauf. Das klingt falsch. Das kannst du mir gar nicht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Klingt sehr falsch. Ah, klingt das falsch. Soll es auch, glaube ich, das ist Absicht. Erleuchte mich. Oh. Da rastet mein Handy aka Stoppuhr. Ziemlich aus. Schon wieder Akku leer. Wenn es möchte, dass ich hier unbedingt seinen Akku wieder auflade. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Jedes Mal wieder, nicht? Ja, ne, die letzten paar Male ging's doch. Jedes Mal wieder. Die folgen dir. Du hast Anhänger. Ah, die sehen voll hässlich aus. Tja, das ist jetzt deine persönliche Stalker-Gruppe. Nur weil ich hübsch bin. Geht weg. Das ist jetzt deine persönlichen Stalker, finde ich damit ab. Nein, ich will das nicht. Sterb. Ich will das nicht. Oh, ich habe auch zwei. Ich werde sowieso dazu verdammt zu sterben. Ein Duellring, was kann der denn? Oh, da unten geht's rein. Stärkintelligenz. Nein, du kannst dich da nicht runterporten. Das hab ich gar nicht versucht. Das habe ich schon längst aufgegeben. Das Porten hier bei dem Spiel ist echt blöd. So, aber dafür führt hier eine Treppe hinunter. Das hab ich Zufall. Können ja einfach mal die Treppe kaputt machen, dann würden wir da nicht mehr hinkommen. So viele Schatzgoblins hier. Ja, ich mach noch hier die Elite. Ja, hier sind auch Elite. Achso. Ja, die waren schwach. Ich glaube, es sind sogar dieselben. Dass ich nur zwei von denen da oben habe. Nee, ich glaube, das waren gerade noch andere. Achso. Ziemlich krasse Reichweite, oder? Sollte da mal rausgehen. Was? So eine ziemlich krasse Reichweite, oder? Ja. Das Problem. Das geht richtig lang. Können wir gucken. Ja, trifft. Boah, sie mal fallen lassen. Nur Müll. Finde ich mal einen seltenen Gürtel. Und dann ist er für einen Barbaren. So grundsätzlich, ich finde nur Gürtel für Barbaren. Ja, ich aber auch. Ist fast das halbe Inventar immer mit voll. Und die nehmen nur einen Platz weg. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gegenstände aufgesammelt. Und drei davon sind Barbarengürtel. Also seit wir aus der Stadt zurück sind. Ja. Wo kommt die jetzt? Mhm. Ja, muss ich was wechseln? Nö. Nö, okay. Geh mal drauf, mir egal. Der Unsinn hier ging doch schon lange genug. Das will sich doch keiner mehr angucken. War es jetzt das Let's Play, oder? Ja. Das stimmt, das will sich keiner mehr angucken. Da haben wir jetzt schon, weiß ich nicht. Plempern hier nur unsere Zeit. Ja. Oh ja. Auf das hier habe ich mich gefreut. Ja, ja. So siehst du aus. Zweideutige Tante, du. Ups. Wo ging der denn hin? Greift die uns überhaupt an? Oder bin ich einmal getroffen? Ja, ich schon, aber nur weil ihre kleinen Spinnenviecher da machen. So. Wow. Den Boss haben wir geschafft, ohne dass er ein einziges Mal sich hochseilen da konnte. Kaputt. Ein Zweihandschwert. Geschick, Vitalität. Das wäre eigentlich cool für einen Mönch oder so. Guck dir mal die Schuhe, Beine. Und ein seltener Hose. Gürtel. Hose. Da liegt eine Hose. Ein Gürtel mit einem Haufen Dingens.
Ja, nö, ich verliere 400 Leben und Schutz und kriege nur 5 Schaden dazu. Hm. Naja. Dann nicht. Ja. Okay. So, hinab geht's. Kern des Areat. Und dann wartet auch schon Asmodan auf uns. Echt? Kommt er da? Ja, jetzt kommt Kern des Areat. Ist die letzte Ebene und dann kommt Asmodan. Also, okay. Aber hier bist du relativ schnell durch. 2 bis 3 Elite-Gruppen und sonst nur Gedöns. Dann sind wir ja auch schon fertig mit Akt 3, oder? Ja, und das wäre dann auch schon Akt 3. Ist ja cool. Ja, ich habe den auch immer länger in Erinnerung gehabt. Aber so lang ist er gar nicht. Die längste Zeit haben wir in der Kaserne verbracht. Ja, da waren wir wirklich lange. Die 1,5 Folgen oder so. Die kleine Nebenhöhle da. Ja, das geht schnell. Kleine Nebenhöhlenentzündung, ne? Nasennebenhöhlenentzündung. Daneben. Ne, Kleines hat getroffen. Mist. Vorwärts zurückgeflogen. Daneben. Ne, ich bin ja nicht zurückgeflogen. Ich hab ja einen Salto zurückgemacht. Achso. Ich wollte schon sagen daneben, aber da hat er ja schon getroffen gehabt. So. Ich dachte, du wurdest so voll weggebasht. So. Das Areat. Hälfte haben wir, sind wir auch sofort da. Hälfte schon? Ja, wir sind gleich da. Wow. Ist ja langweilig. Dann heißt es Asmodan. Rache ist süß. 21 Monster getötet. Hm. Ich hatte nur 10 oder so, weiß ich nicht genau. Ich bin nur noch geschickter. So, 29. Habe ich gehört. Ich brauche noch fast die Hälfte. Okay. Ich habe echt so viel mehr Erfahrung, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte vor kurzem noch, vor unserer Schmiedeaktion, hatte ich noch einen Helm, der mir halt Erfahrungspunkte mehr gibt. Aber den ich habe auf meinem Helm ja auch schon Leben drauf und nicht Erfahrungspunkte. Tja. Ja. Naja. Wollen wir? Kannst gucken, wenn du willst, oder wir gehen weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach. Kommt da jetzt Asmodan? Da kommt jetzt Asmodan, genau. Okay. Dann, will ich noch ganz kurz. Nein! Böse Box. Sei ruhig. Die böse Box. Ja, ich bin gleich soweit. Na ja. Ja, ja. Okay. Alles klar. Herz der Sünde, Asmodan. Dein Tod wartet. Er hat... Nein. Nein, mein Spiel ist abgestürzt. Boah, Kacke. Nein. Warum? Bist du bei Asmodan schon drin? Ich stehe immer noch hier vorne. Du stehst immer noch davor, okay. Also nicht vor, aber drin, aber ich bin noch nicht hingegangen. Okay. Das ist jetzt natürlich Kacke. Mein Spiel ist abgestürzt. Lenny steht jetzt zwar schon beim Boss drin, hat ihn aber noch nicht angefangen. Hilfe. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Aufnahme an dieser Stelle auch. 1,5 Stunden haben wir ja immerhin jetzt. Das sollte für ein paar weitere Folgen reichen. Und ja, Asmodan besiegen wir dann in der nächsten Aufnahme. So, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, Leute, da sind wir dann auch schon wieder. Wir haben nur eine ganz kleine Pause gemacht und werden jetzt doch im Anschluss an die letzte Aufnahme noch einmal Asmodan
bezwingen, da das Spiel das letzte Mal bei mir ja abgestürzt ist. Jetzt glücklicherweise nicht. So, werden wir denn jetzt einfach nochmal Asmodan gegen Asmodan kämpfen und entweder sterben wir oder er stirbt. So, jetzt geht's aufs Ganze. Hups. Wollte ich gar nicht überspringen. So. Ja, nein, da fehlt aber noch Diablo. Boah, Asmodan, du bist so fett. Das ist echt fett, ey. Das ist so unnatürlich. Ah. Obwohl, der ist so fett, der wird von diesen Kugeln so oft getroffen. Lass mich im Kreis davor abhauen, vor diesen Kreisen da. Und Pflanze, die nämlich relativ nah beieinander und die treffen uns nicht. Okay. Ja, sowieso jetzt tot. Ja, ist jetzt tot. So, war doch relativ einfach. So, Asmodan, du alte Nudel. Weg bist du. Alte Nudel. Boah, Alter. Brutal, dass auch aussieht, wie er da so zusammengefaltet wird. So, alles klar. Asmodans Seele. Huch, habe ich die jetzt angeklickt? Ja, ist halt. Macht ja nichts. Ich wollte eigentlich den Rubin aufheben. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Alles klar. So, dann haben wir nämlich die Herrscher der Höllen in diesem Stein eingefangen. Kommen da drauf? Nein. Dann ist das Spiel ja jetzt vorbei. Ja. Es gibt ja jetzt keinen Gegner mehr. Ja, haben gewonnen. Bis dahin, tschüss. Okay. Nein, Spaß. So, wir gehen noch einmal in die Stadt zurück. So, und jetzt werden wir nämlich die Aufnahme an dieser Stelle beenden. Entschuldigung, dass wir nochmal gestört haben. Tut uns leid. Kommt nicht wieder vor, hoffentlich. Sofern das Spiel nicht noch einfach nochmal abstürzt. Jetzt. So, ach hier, das kann man ja auch nochmal ganz kurz zeigen. Ich habe hier zwei Gegenstände, ich muss hier nicht beide anklicken. Ich mache einfach so. Und dann sind alle identifiziert. Was haben wir da? Wahnsinn. Schlecht und noch schlechter. So, alles klar. Und bevor wir dann weiter mit Lieutenant oder Leutnant Laval sprechen, ja, beenden wir die Aufnahme jetzt endgültig an dieser Stelle. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.